hinter mir. Nein, was? Was ist denn das denn gerade hier für ein Blödsinn? Manchmal ist die Steuerung umgekehrt und manchmal nicht. Das ist hart. Es ist nicht einfach. Aber wir schaffen das. So. Zack. Geschafft! Finale Schlag ins Auge. Das muss wehtun. Tja, hier ist nichts mit Sean, verliert Kontrolle und so. Aber ein genialer, epischer Endkampf. Also wirklich sowas Tolles gibt es in viel zu wenig Spielen. Viel zu wenig. Meiner Meinung nach. Und es gibt jetzt schon mal eine Empfehlung von mir. Schaut ganz besonders aufs Ende der Credits. Auf das, also wirklich ganz zum Schluss die Credits. Also nach dem Ende der Credits kommt irgendwie noch was. Aber mehr sage ich auch nicht. Das Leben kehrt zurück in die einzelnen Leute. Wir haben sie alle befreit. Auch Paige und Double H. Was für ein schöner Reim. Gänsehaut. Die Musik allein ist, oh, genial. Episch. Ja, Leute, wir haben hier Liz befreit. Wir haben Beyond Good and Evil geschafft. Oh, wir haben den 100% Run geschafft, was mir sehr wichtig war. Und ihr habt gesehen, es war an einigen Stellen nicht einfach, aber ich habe es alles geschafft für euch, mit euch, um euch drumherum. Oh, mein Resümee zu dem Spiel. Resümee, genau. Episch. Es ist leider ein total verkanntes Spiel, denn es ist so ein schönes, ein so geniales, ein so tolles und tiefgründiges Spiel. Es ist eigentlich wie Mass Effect, nur von 2003. Oder 2002, ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall irgendwie um den Dreh rum. Ne? Das müsst ihr euch einfach vorstellen. Mass Effect ist später rausgekommen, aber man kann eigentlich sagen, also mit Mass Effect derzeit eins der tollsten Dokumentationen, die ich gemacht habe. Ganz ehrlich. Eins der schönsten Spiele, die es gibt. Die jedes Mal wieder Spaß machen, wenn man sie spielt. Offscreen, auch onscreen. Die sind einfach nur toll. So eine Vielfalt. Besonders die Idee mit dem Fotoschießen und die Kämpfe dann dazwischendurch. Die Stealth-Einlagen. Sogar die Rätsel zum Teil. Oh, toll. Einfach nur ein geniales Spiel von Ubisoft. Ubisoft hat sich ja jetzt derzeit voll in die Scheiße geritten. Ich hoffe, die schaffen das da wieder raus und werden dann weiterhin solche tollen Spiele machen. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu dem Spiel zu sagen. Kauft es euch, es ist derzeit, ich glaube, für 10 Euro bei Amazon vorhanden. Ich habe es hier noch original liegen und ich habe diesen Kauf niemals bereut. Und spielt es selber, erlebt selber diese Welt nochmal, lasst das alles auf euch wirken. Es ist einfach toll und ich bin Hello 1986. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Warum es einen zweiten Teil gibt, seht ihr am Ende der Credits. Aber ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich bin Hello 1986. Wir sehen uns bei der nächsten Dokumentation. Bis dann.
Hallo nochmal und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ja, ihr habt schon gedacht, es wäre vorbei. Nein, es gibt noch einen kleinen Special, nämlich... Nachdem man das Spiel durch hat, kann man sich das Making-of ansehen und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Das war es eigentlich auch schon, was ich euch nochmal kurz zeigen wollte. Ich finde, es ist ein nettes, kleines, schönes Gimmick nochmal dabei. Das war es jetzt aber wirklich abschließend und endgültig für Beyond Good and Evil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!